Recht herzlich willkommen zur 195. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind da im Orbit oben und müssen den, keine Ahnung wie er heißt, retten, Uncharts. Und dann schalten wir doch da mal hin. 2 Kilometer war, glaube ich, die Distanz, ein bisschen mehr wird es noch sein. Aber wir sind schon ziemlich nah dran. Also, das ist das Objekt. So. Hier ist die Kapsel. 2,2 Kilometer sind es noch. Dahin sind es gleich 2 Kilometer. Aber wir müssen jetzt nur gucken, dass wir halt auf ihn zufliegen erstmal. Was ist das? Unser Zentrum da, wa? Ja. Wir müssen dann gucken, da ist er. Und schauen, dass wir uns dementsprechend richtig ausrichten. Das ist unsere Flugrichtung, ne, oder? Und das Ziel ist dann da, oder? Wir sind 3,8 km schneller wie er. Jetzt ist die Frage, wie rum müssen wir wieder machen? Dass wir den da reinziehen, ne? Ich persönlich würde jetzt dazu neigen zu sagen, wir müssen hier hin. Aber ich glaube, dem ist vielleicht nicht so, oder? Das war falsch rum. Dahin müssen wir. Das ist das Triebwerk, ne? Ja, dann ist das ja sozusagen richtig, ne? Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen mal hier so machen, dass wir uns nähern. Ne? So, noch ein bisschen mehr, dann fliegen wir genau auf ihn zu. Und so, passt das erstmal. Jetzt sollten wir noch näher kommen. Können das mal gerade ein bisschen beschleunigen, denke ich. So. Mal schon mal was korrigieren. So, passt. Nochmal beschleunigen. So. Nochmal da rein. Bisschen höher, glaube ich, ja. So. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Und dann nochmal korrigieren. 900 Meter. Ich drehe mal um, weil wir müssen gleich hier andersrum. Definitiv bremsen. Weil das ist ja schon ein paar Meter, obwohl macht eigentlich noch keinen Sinn, ne? Wir müssen vielleicht nochmal korrigieren. Obwohl wir hätten auch andersrum korrigieren können, aber ist jetzt auch egal. Also wir müssen mal gerade hier ausmachen. Okay. Bisschen so. Gut, das ist 400 Meter auf Kurs. So, jetzt drehen wir um und dann bremsen wir das Ganze gleich ab. Und zwar so, glaube ich, noch dann. Korrigieren wir das noch ein bisschen. Oh. 3, 2, 1. Super, oder? So, 200 Meter. 100 Meter. Ja, jetzt müssen wir das Triebwerk gerade einmal
ein bisschen die Schubbegrenzung machen. Dann kriegen wir das auch hin. Und dann haben wir jetzt noch 14 Meter. Jetzt frage mich aber bitte nicht, warum jetzt hier die beiden nicht mehr gehen. So, wäre ich da? Nee, das ist ja falsch. Ich muss ja andersrum. So, da ist der Punkt jetzt, ne? Ist die Frage, wir gucken mal gerade. Nee, das ist falsch rum. Wir müssen einen anderen Punkt haben. Oder? Das ist jetzt die Frage, ne? Aber auf der anderen Seite, wir können auch so fliegen bleiben. Wir müssen jetzt nur kurz gucken, die Besatzungsluke und dann Eva. Und dann muss er jetzt rüberfliegen. Space müssen wir erstmal drücken, damit er los ist. Dann muss er seine Düsen anmachen. Und dann muss er darüber. So. Das war schon verkehrt. Vorwärts. So, und da vorne ist schon die Luke, oder? So, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Bisschen langsamer runter. Ne, runter. Jetzt hoch. Schön im Hellen, da kann man das auch gut steuern, ne? Bisschen tiefer. Bisschen nach links. Und jetzt muss er irgendwann da auch mal dran anpacken können, ne? F ist drehen, B ist an Bord gehen und dann haben wir ihn drinnen. Wunderbar, dann haben wir das geschafft. Ja, soweit so gut, ne? Jetzt fliegt das Ding weg, das ist schon mal okay. Die Mission müsste ja dann auch schon so gut wie geschafft sein. Rette den, haben wir gemacht und müssen wir noch landen. Also alles gut. In dem Sinne. So. Und landen bedeutet, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwo die Dingens da gleich haben. Die Peri- oder Apoapsis. Und dann können wir da eigentlich umgekehrt machen, ne? So, jetzt haben wir hier das nicht mehr an. Jetzt verstehe ich gerade nicht, warum das aus ist. Da bin ich jetzt überfragt. Ja. Habe ich da aus Versehen jetzt einen falschen Knopf gedrückt oder sowas? Aber ist Batterie alle oder was? Haben wir keinen Strom mehr? Doch. Ist noch da. Ist hier überhaupt ein Ding, eine Solarzelle dran, ne? Ja, ne? Oder? Ne, das sind Fallschirme da. Guck mal, da immer sowas auch noch, ne?
Vielleicht liegt es daran, dass zu wenig Strom da ist. Kann das sein? Der richtet auf jeden Fall schön aus. Und wir gewinnen auch an Stromwenden. Ja. Oxidator. Das ist jetzt hier ein Pilot. Wissenschaftler, Techniker. Ja, gute Frage, was wir noch machen müssten, ne? Dann können wir nochmal anmachen. Aber da ist sowieso nichts machbar. Was haben wir hier? Barometer. Im Vakuum. Okay, da können wir also auch nichts machen. Ach, da ist noch ein Solarpanel. Okay, mach das da auch nochmal auf gerade. Das ist der Fallschirm. Ach, da ist das Thermometer. Und das wird aber auch nichts mehr bringen, ne? Nö. Gut. So, das bedeutet jetzt... Ach, hier oben haben wir ja auch noch was, ne? Ah, guck mal, da gibt es noch ein paar Punkte. Dann nehmen wir die doch mit. Ja. Da muss ja hier noch irgendwo eine Antenne sein, wenn die so komisch da angeschlossen sind, ne? Da ist noch ein Panel, ne? Ja. Naja. Das ist jetzt fast voll. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht. Aber wir können die trotz alledem wieder einfahren, wenn, weil die kann man ja dann recyceln. Und dann haben wir ein bisschen Geld dafür zurück. Ne? So. Aber hier habe ich immer noch nicht den Punkt, wo ich das aktivieren kann. So. Jetzt müssen wir mal auf eine Karte gucken, auf jeden Fall. Da sind wir. Ja, und wir können auf jeden Fall steuern, das geht noch. Warum wir die Automatiken jetzt aus haben, keine Ahnung. Das ist R. Hat da nichts mit zu tun, das sind ja dann die Steuerdüsen. E. Tue ich das drehen, ist klar. Da die Schub geben und so weiter. Ja. T ist SAS. Weiß nicht, wofür F jetzt gerade gut ist. Aber spielt auch keine Rolle. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo unsere Ausrichtung ist. Da oben ist... vorwärts, dann müssen wir rückwärts, ne? Ja, da ist es dann. So. Okay. Und dann können wir gleich da Schub geben. Oder rein theoretisch können wir das auch schon hier machen, ne? Kevin Perez Apsis ist da 74.000. Machen wir gerade ein bisschen schneller, dann kommen wir da hin. Können wir gerade das Ziel eigentlich loswerden, ne? Wo ist er hier oder wo ist das? Ach ne, das ist wahrscheinlich noch hier so nebenan, ne? Naja, auch noch nicht mal das. Gut, egal. Geben wir jetzt Schub, dass wir dann runterkommen. Irgendwie bei 44 müssen wir dann gleich anhalten. Und alles ist gut. So. Dann kommen wir auf jeden Fall runter. Und jetzt müssten wir noch einmal schauen, was ist das hier jetzt hier? Also die Panels, ja, die ziehen wir nochmal gerade rein. Dann ist das auch erledigt. Den machen wir wieder zu.
Türen schließen. Und dann sind wir eigentlich so weit, dass wir das jetzt abschießen können, oder? Aber wir fliegen wohl in die Richtung. Dann lass uns das nach da entfernen. Auf geht's. Und dann richten wir uns wieder so aus, dass das Schild hilft. So. Alles ist gut. Und jetzt geht's komischerweise auch wieder. Rückläufig? Nee. Das wäre so. Dann ist es so richtig. Alles gut mit den Reihen. So, das ist dann jetzt unser Landeanflug im Endeffekt. Dann sind wir jetzt bei 45. Okay. Gibis. Da ist unser Zentrum. Ja, dann sollten wir eigentlich alles so weit haben, dass wir jetzt nur noch landen brauchen, ne? Ja. Machen wir ein bisschen schneller. Noch schneller. '78, '76. Und jetzt sind wir im Anflug. Wie es immer so ist, im Dunkeln. Komisch, dass der jetzt hier ist das jetzt richtig? Ne. Doch, es ist wohl so richtig, ne? So kommen wir jetzt runter, oder? Naja. Bisschen schneller. 66, 65. 64. Geschwindigkeit steigt. Ist noch keine Atmosphäre, dauert nicht mehr aber lange. Ja. So. Jetzt hat er gerade irgendwie wieder gedreht, die Ansicht. Okay. Machen wir langsamer, weil ich hätte dann doch gerne das Hitzeschild da richtig stehen, ne? Da ist aber schon eins drunter, ne? Sieht schon krass aus, ne? Das ist der Mund, oder? Schicke Bilder. Ich glaube, die Solarzellen, die könnten gleich irgendwann drauf gehen. Das ist die Antenne. Ja, weiß nicht, ob die das überleben. Schwer zu beurteilen, wo wir jetzt hin müssen hier. Ja, so ist es, glaube ich, schon am besten, ne, oder? Aber da wird gleich vielleicht irgendwie das hier zu sehr im Strom sein, dass es dann doch kaputt geht. Schauen wir mal, wie es wird.
Ah, 44 sind wir jetzt. Naja. Das Schild sieht noch gut aus. Sind wir noch schneller unterwegs? Nein, wir sind nicht schnell unterwegs. Okay. Kommt, ne? Geht, oder? 36.000 Meter. Hinten ist auch Wasser. Und da ist unser Zentrum. Wir kommen sogar relativ nah unseres Zentrums herunter. Wenn es so weiterläuft, kriegen wir vielleicht eine Wasserlandung hin, ne? Meter. Weiß gar nicht, ob man hier jetzt die Temperatur messen könnte. Wäre natürlich krass, oder? Ich kann jetzt hier aber das Thermostat. Thermostat ist auch cool, ne? Thermometer nicht finden. Da ist das Barometer. Da gibt's aber nichts. Ist das das Temperatur? Nee. Ja, okay, dann werden wir jetzt gerade langsamer. 20.000 Meter. Wir fliegen gerade über unsere Station. Da ist das Thermometer. Können wir aber trotzdem nichts holen. Die hatten wir schon, die Daten. Die lassen wir da besser auch drinne. Mal gucken, ob wir so ein Gu was rauskriegen. Ne, ist es auch nicht. So, 13.000 Meter und wir sind, glaube ich, über Wasser auf jeden Fall. Weil da ist die Landgrenze. Das Ufer. 10.000. Ja. Alles im ruhigen Bereich, oder? Wir haben den gleich gerettet, das ist das Coolste an der ganzen Geschichte. Steigen wir mal weiter nach unten. Hier vor war doch irgendwo so eine Insel, aber ich glaube, doch, da sind sie. Da kommen wir aber nicht hin. So, gleich sind wir bei 2.500 Meter, dann holen wir die Schirme raus. So. Dann sieht es doch schon ganz gut aus, oder? So, letzten 500 Meter, hier ist nicht zu holen. Was macht das? Da ist auch nichts. Machen wir Temperatur gerade. Auch nichts. Gut, 500 Meter, ein bisschen schneller. Damit wir da schnell runterkommen, ne? Da 100 Meter noch. Jo. Noch gut. 100 Meter gleich. Nehme ich jetzt. So. 50, 20, 10. Jetzt machen wir langsamer. Und da sind wir gewassert. So, jetzt können wir mal gerade noch gucken, ob es noch hier was geht. Wassertemperatur kann man nicht messen. Das ist hier unser Druck. Da kommt auch nichts. Jetzt läuft der Kuh gleich voll Wasser, dann kippt alles um. Ja, also auch nicht. Dann können wir hier noch
einen Cruel Port vielleicht machen. Der ist auch schon nicht mehr möglich. Ja. Machen wir mal mit dem Wissenschaftler einen Eva gerade. Und dann kann der noch, ne, da nicht, sondern da, einen Bericht machen? Ne, kann er auch nicht. Oberflächenprobe nehmen, das geht aber noch. So, zack. Wunderbar, und dann Baby Board. Und dann können wir die ganze Geschichte retten, denke ich mal, ne, oder? Ah, hier oben, da habe ich noch nicht geguckt, oder? Ah ne, da haben wir ja Daten drin, ne, die wollen wir jetzt auch nicht verlieren. Also Rescue, alles ist gut. Jo, da haben wir wieder einen Körbel mehr geholt. Das ist auch cool, ne? Hier haben wir ein paar Punkte geholt, was ja natürlich nicht so dolle ist. Aber wir müssen dann halt beim nächsten Mal schauen, wie die anderen beiden Aufgaben sind, die wir noch haben. Hat der Bob 2 Sterne jetzt gekriegt? Kann das sein? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, ich glaube nicht. Gut. Also, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut das. Wenn ihr euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Schreibt unten was in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.